So, nachdem wir nochmal die Elektronik kontrolliert hatten und tatsächlich noch einen Kurzschluss gefunden haben, kann es jetzt weitergehen mit der Finalisierung. Hat mich das Nerven gekostet. Fürchterlich. So, was haben wir denn noch? Eigentlich nur noch Spielkram. Wir haben aber einen funktionierenden Belichtungsmesser, wir haben einen funktionierenden Verschluss. Das finde ich alles hervorragend. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen ratlos. Gecheckt habe ich aber alles. Gecheckt. Diese Bauteile sind völlig unüblich. Ich habe an der falschen Stelle geguckt. Dann kann das natürlich auch nicht passen. So. Und so, ne? Das sieht doch fein aus. Salzkruste. Naja, vielleicht war die Kamera mal im maritimen Einsatz.
So, dann haben wir hier noch eine äußerste Ware Glasscheibe. Die dummerweise fest sitzt. Selbst hier ist Rost drauf. Interessant. Aber wenigstens kein Pilz. Das ist schon mal gut. Das sieht soweit fein aus. Das auch. Da ich dann gerade schon mal dieses Ding da habe. Auch schön sauber. So, das sieht fein aus. Dann haben wir einen glücklicherweise langen Draht. Den können wir dann runterverbringen.
dann kann theoretisch der Deckel schon wieder drauf, wenn wir nicht vergessen hätten, den Aufzugshebel wegzumachen. Na gut, das ist nun auch kein Kunststück. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp ist auch der wieder drauf. Das kann so nicht gehen. So sieht das aus, als würde das passen. Bedeutet, ich habe unten eine Schraube vergessen. Nämlich die Schraube auf dem Sucherprisma. Ist das so? Es ist so. Das wollen wir natürlich nicht. So, bitteschön, Dankeschön, Wiedersehen. Da wir unten eigentlich auch nicht mehr ran müssen, können wir das auch schon mal schließen.
So, so langsam fängt das doch wieder auszusehen wie eine Kamera. Ja, das hat man bei den FEs dann auch schon besser gelöst hier. Das muss man mal sagen. Ich glaube, wir tun uns wesentlich leichter, wenn wir die Feder vorher montieren. Also ich kann jetzt versuchen, die in dieses Löchlein da rein zu brezeln, aber ich befürchte, es geht echt schnell, wenn ich die Kappe wieder abmache. So traurig das ist. Was dann aber im Umkehrschluss bedeutet, man darf sie danach nicht mehr verlieren. Also, hier kommt die Nummer hoch. Sehr gut. So. Jetzt die. Also hier ist ein kleiner Schlitz. Da muss sie rein. Und das von oben zu machen wäre zumindest lästig gewesen. Ich sehe es ja schon kommen, dass die Feder beim Einhaken des Aufzugshebel da unten wieder aus der Führung ploppt. Sollte es dann kurz laut werden, dann ist das ein Verzweiflungsschrei von mir. So. Ich muss auch mit der Kamera fertig werden. Ich habe nur noch zwei Q-Tips. In
direkter Reichweite. Ja, der ist auch schon so ein bisschen angegriffen. Normalerweise würde ich jetzt hier kein Fett drauf tun, aber wenn man sich das anguckt, hier ist also schon jede Menge Korrosion gewesen. Und hier auch. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor einer Reibungsrauigkeit. Da werde ich aus diesem Grund mal eine Ausnahme machen. Bist du nicht auf die Achse? Da läuft was nicht sauber. Da läuft etwas absolut nicht sauber. Gut. Gut, gut.
Gut, gut, gut. Zum dritten Mal die Kappe runter. Wir werden richtig Übung darin kriegen. So, und zwar einmal Feder. Und einmal zentraler Plunger. Der ist nämlich in erster Linie wichtig für den Drahtauslöser. Wieder drauf. Alles wieder fest. Belichtungsmesser misst.
So, dann bleibt noch der letzte lustige Bauabschnitt. Schmucker Teflonring. Es ist ganz erstaunlich, das sind ja eigentlich Kunststoffteile, aber dadurch, dass die erst mit Kupfer oder Messing bedampft werden, bevor die verchromt werden, sind die tatsächlich auch in der Lage, Grünspan zu produzieren, wenn genug Feuchtigkeit zugegen ist.
Ach so. Ich habe mich gerade gefragt, wo dieser Ring hinkommt. Hier ist ja schon ein Doppelter drin. Da kam auch noch ein zweiter drauf. Warum auch immer. Wir machen den nachher auch wieder rein. Ach, nur komm. Der wird gleich wieder rausfallen. Ich frage mich gerade, ob ich einen entsprechenden Filmkanister hier habe, den ich da übergangsweise einspannen könnte. Ja, das macht die Sache doch viel leichter.
Ach nö. Also bei allen Nikon-Kameras, die ich bis jetzt zusammengebastelt habe, habe ich mir häufiger die Frage gestellt, ob man den Menschen, der diese Baugruppe hier entwickelt hat, nicht nachträglich nochmal teeren, federn und oder steinigen könnte. Es ist und bleibt ein stetes Ärgernis. So, aber das sieht gut aus. Zähler zählt. Verschluss verschließt. Belichtungsmesser, Belichtungsmist. Verriegelung verriegelt. Alle Probleme dieser Kamera sind gelöst. Schön, dass du bis hierhin da geblieben bist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn dir dieses Video oder auch irgendein anderes auf meinem Kanal irgendwas gebracht hat, dann abonniere den Kanal mal ganz schnell. Das ist immer wichtig und der Kanal soll ja wachsen und gedeihen. Von so her zähle ich da auf euch. Des Weiteren, für das wirkliche Leben, meine Workshops, pixelandgrain.de, die Webseite, die hier unten eingeblendet ist, geht da mal rüber. Da gibt es jetzt für das erste Halbjahr 2024 brandneue und altbewährte Workshops. Ich freue mich auf euch.
kommt einfach mal nach Jever in die Dunkelkammer oder in die Werkstatt und dann haben wir zusammen eine Menge Spaß. So, jetzt bin ich raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.